Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen. Und ja, ganz wichtig, ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes und frohes Osterfest, euch und eure Familien. Und naja, das Wetter ist zwar nicht so schön, bei uns schneit es momentan, aber da lassen wir uns ja nicht von abbringen. Ja, heute geht's los zum Teil 3, Rothirschjagd. Und ich denke mal, heute werde ich auch die letzte Folge Rothirsch drehen. Danach werde ich eine Folge oder 3 Folgen mit Wapiti drehen. Denn ich wurde angeschrieben, ob ich nicht mal auf Wapiti gehen könnte. Das mache ich natürlich, kein Problem. Gehe ich eine Runde, also drei Serien auf Wapiti. Und dann springe ich wieder zurück zu Hirschwelden, denn da wollte ich ja dann eigentlich am Anschluss von Rothirschjagd, wollte ich ja eigentlich auf Wildschwein gehen. Aber okay, machen wir das erstmal so. Erstmal Rothirsch, dann Wapiti und dann gehen wir auf Wildschwein wieder. Ja, so, ich hoffe, dass ich heute meinen Lebenshirsch bekomme. Das wäre ja nicht schlecht, dass ich das hier mit auf dem Video bekomme. Gerade in der letzten Folge. Aber wir schauen mal. Ja. Was hat sich bei mir geändert? Ausrüstung. Was war das? Das war Rothirschkuh, okay. Die Ausrüstung ist die gleiche geblieben. Und ja. Ich habe ja die 270er Win dabei. Und den 44er Revolver für den Fangschuss. So. Ja, ich habe mir natürlich auch für die 270er Win das Zielfernrohr gekauft zum Zoomen. Das finde ich doch etwas besser als wie das andere. Und ja, schauen wir mal, ob wir Glück haben. Ich sag erstmal Tschüss und ich hole euch dann dazu, wenn ich was auf dem Schirm habe. Bis gleich. Tschüss. Ja, da bin ich auch schon wieder. Mir hat gerade ein Rothirsch angecallt. Wollen wir mal schauen, ob wir es schaffen, den guten Jungen hierher zu holen. Er kam genau ein paar Meter hinter der Kanzel. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück, dass wir den Rothirsch sehen, dass er auch zu uns kommt. Schauen wir mal, da hinten ist die andere Kanzel und aus dieser Richtung kommt er auch. Er wird so entweder direkt von der Kanzel auskommen oder so leicht links. Lassen wir uns mal überraschen. Ich werde noch mal callen. Ui, sehr schön. Oh, das ist noch einer. Vielleicht zwei. Ne, das ist noch derselbe. Nee, doch, ist der andere, genau. Ja, wie man sieht, ich habe ein Dreibein. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich will ja bloß mal probieren, wie das mit dem Ding ist. Ich meine, die Rundumsicht ist ja schon mal toppi. Und ja, mal ein bisschen probieren, gucken, wie verhalten sich die Tiere. Werde ich das schneller gesehen als wie im Tarnzelt? Ich denke mal eher ja, ist ja klar. Aber wie gesagt, momentan ist das hier keine schlechte Idee, wo man so leicht erhöht steht und man einen schönen Überblick hat, was im Zelt jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier mein Zelt hätte aufstellen können, aber selbst wenn ich es hier heute aufstellen könnte, wäre es ja auch leicht schräg und somit mit leichter Sichtbehinderung hätte ich da zu kämpfen.
Das ist hier gar nicht mal so verkehrt. Gut, ich würde mal sagen, ich hole euch gleich wieder dazu, wenn einer der beiden Rothirsche bei mir eintrifft. Mal schauen. Also zwei Rothirsche haben schon mal gecallt. Mal gucken. Gut. Bis gleich. Hallihallo, da bin ich schon. Und da kommt schon einer. Aber das ist nicht der, den ich haben wollte. Weil der ist zu klein. Aber. Oh, jetzt wollen wir nachladen. Er liegt. Da hinten war, glaube ich, die Rothirschkuh gewesen. Mal gleich hinterher callen, damit die nicht ganz so weit rennen. Ich werde natürlich jetzt den Rothirsch aufnehmen und ja, mal gucken. Dann bleibe ich noch einen kleinen Augenblick hier oben und schau mal, ob vielleicht der Rothirsch doch noch mal wiederkommt. Mal gucken. Sehr schöner Schuss. Na, ist ein kleiner. Wir setzen uns wieder auf 103 Beinen und schauen mal, ob er vielleicht noch mal wiederkommt. Meistens hat man ja das Glück, wenn man sofort hinterher callt, dass man dann doch nicht ganz so weit rennt. Okay, ich sag erstmal bis gleich, wenn sich wieder was bewegt und ich was auf dem Schirm habe, hole ich euch dazu. Ja, Leute. Da habe ich den nächsten Hirsch. Das war doch bestimmt ein Blattschuss, würde ich sagen. Meine Herren, ich bin hier am Durchlaufen. Wollte mir gerade mal kurz auf die Kante setzen. Und einfach nur mal schauen. Und dann eigentlich weiterlaufen. Um zu gucken, ob ich noch irgendwo einen schönen Rothirsch finde. Und da kommt dieser schöne Rothirsch angelaufen. Der ist natürlich auch nicht der große, aber trotzdem ein schöner Rothirsch. Junge Herz, ja, das ist natürlich ein schöner Schuss gewesen. Ja. So, jetzt. Ja, war schon besser wie der erste. Auf jeden Fall. So. Schönes Foto. Ja, gut, dann brauche ich mir auf der Kanzel nicht mehr aufsetzen. Ich werde jetzt natürlich weiter nach hier hinten gehen und hier so weit so rumlaufen. Mal schauen, ob wir da noch Glück haben. Ja, wie gesagt, wenn ich was auf dem Schirm habe, das war jetzt, da komme ich gar nicht drüber weg. Der hat noch nicht mal gecallt oder sowas. Ja, okay. Ja, wenn ich was auf dem Schirm habe, melde ich mich, ne? Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe mir hier gesagt, ich stelle mein Dreibein hier auf, weil ich diese Aussicht hier oben von diesem Berg für total genial finde. Man hat hier einen absolut top Überblick. Ach ja, da hat ein Reh gecallt. Direkt vor uns. Da kann man auch mal rüber gucken. Vielleicht sehen wir es ja schon. Hier irgendwo auf dem Acker ist nichts. Ist natürlich. Die Sicht ist ein bisschen eingeschränkt durch den
Nebel. Aber ich finde diese Aussicht hier genial, den Sonnenaufgang jetzt. Das sieht einfach nur herrlich aus. Ja. Ich werde auch gleich mal nach. Aha, was haben wir denn da hinten? Das sieht ja aus wie ein Rehbock. Und haben wir recht? Nee, ist weiblich, okay. Ja. Hier hat man direkt einen richtig guten Überblick. Und ich sage mal, das Schussfeld ist auch einigermaßen frei. Natürlich das, was hier vorne ist, ist klar, aber alles, was von hier drüben kommt. Und hier hat man eigentlich eine freie Sicht. Gut, ich sage mal, da hinten haben wir noch was. Nee, war was. Sah so aus. Okay. Ich melde mich gleich wieder zurück. Ich wollte euch halt nur mal schnell die Aussicht hier zeigen. Jo. Bis gleich. Ja, direkt vor uns ist eine Rothirschkuh. Da vorne. Mal schauen, was die macht. Die werden wir natürlich jetzt nicht schießen. Weil ich ja noch einen Rothirsch möchte. Ja, mal schauen, ob wir da Glück haben. Aber mal gucken, was sie macht. Sie wird wahrscheinlich bis rankommen und dann wird sie abhauen. Na, komm mal her. So. Die hat natürlich Glück. Dass gerade kein Rothirsch in der Nähe ist. Na, guten Morgen. Guten Morgen. Na also, geht doch. So, dann können wir wieder ausprobieren. Noch. Na, die kommt da bestimmt gleich wieder. Die ist jetzt bloß noch am Traben, die rennt nicht mehr wirklich. Ja, auch so eine Momente muss man mal aufnehmen. Finde ich immer sehr schön eigentlich. Nicht mehr. Kommt hoch, sagt guten Morgen und heute wieder. Ja, ich wollte euch die Szene gerade nicht vorenthalten, deswegen schalte ich jetzt wieder ab und hole euch dazu, wenn ich was habe. Ich denke mal, ich werde jetzt auch ein bisschen weiterlaufen. Mir tut sich momentan nichts, aber naja, was noch nicht ist, kann auch werden. Bis gleich. Bis gleich, da vorne haben wir unseren Rothirsch. Den werden wir jetzt natürlich jetzt versuchen noch zu schießen. Oh, er rennt weg, das ist schlecht. Wir werden keinen Schuss nachsetzen. Ah, er liegt. Okay. Na wunderbar. Ich habe gerade die Aufnahme gestoppt, habe mich rumgedreht und da war er auch schon. Ja, so kann es laufen. Wenn man damit nicht rechnet, dann passieren halt die besten Sachen. So, da können wir jetzt natürlich auch hinlaufen. Brauchen wir erstmal keine Rücksicht nehmen, dass hier irgendwas noch in der Nähe ist. Denn bei dem Knall
geht natürlich alles weg. So, na siehst du, dann hat sich ja denn die Jagd heute noch sehr schön zum Guten gewendet. Erst mit einem kleinen angefangen, mit einem mittleren, jetzt haben wir schon einen etwas größeren. Ich denke mal, da wird ein Score von, machen wir gleich gucken, was das für die Weihe ist. Dann schätzen wir mal wieder. Ja, das scheint ein 200er zu sein. Also 190, 200 wird das schon haben. Ah ja, 190, also in dem Dreh, ja. Ja, an die 200 weiß ich noch nicht so genau. Gucken wir mal. Ja, 200, 202, das geht schon. Na, wunderbar. Oh, jetzt kriegen wir das Gewehr gar nicht so richtig drauf, so. Zack. Ja. Die Jagd ist hiermit beendet. Das war Teil 3, die Rothirschjagd. Jetzt fängt natürlich ein neues Kapitel an, wie ich schon sagte, Wapiti. Ja, dann werde ich 3 Folgen Wapiti drehen und mal gucken, was uns da über den Weg läuft. Ich freue mich natürlich, euch dann wieder zu sehen, wenn es heißt Wapiti-Jagd Teil 1. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Kommentare einen Daumen hoch oder wer mich noch nicht kennt, ein Abo freuen. Ja, und in diesem Sinne ein frohes Osterfest. Bis dann. Tschüss.